Also ich denke, Südtirol wird Tag für Tag natürlich auch mit den Folgeerscheinungen einer unkontrollierten, ungebremsten Massenzuwanderung konfrontiert, einer Politik der offenen Grenzen. Es ist unbestritten, dass natürlich bei sehr vielen von diesen Übergriffen, die es Tag für Tag gibt, Einbruchserien, die von ausländischen Banden zum Großteil begangen werden, Diebstähle, die zum Großteil von Ausländern begangen werden, Übergriffe, Böbeleien und so weiter. Ich denke, schlichtweg das Gefühl natürlich hat sich verändert. Und es wundert mich nicht, wenn ein Mann sagt, er fühlt sich sicher. Zu mir kommen wirklich sehr, sehr viele Frauen, auch in letzter Zeit immer häufiger Männer, die gerade die Landeshauptstadt, den Bereich des Bahnhofs und so weiter als nicht besonders einladende Zone bezeichnen, sich unsicher fühlen und unwohl fühlen. Und ich kann das auch nachvollziehen. Also zunächst einmal der Begriff Panikmache, mit dem habe ich ein großes Problem, denn es gibt in Südtirol sehr viele, die Opfer von Diebstählen wurden, die Opfer von Einbrüchen wurden. Und wenn darüber gesprochen wird, davon Panikmache zu sprechen, das finde ich gelinde ausgedrückt eine Frechheit. Es ist wichtig, dass offen gesprochen wird, dass Aufklärung betrieben wird, dass Information betrieben wird, dass Menschen auch eventuell präventiv auf den Ernstfall sich vorbereiten können. Hier ist Polizei, Karabiniere, Sicherheitsleute, die auch einen wertvollen Beitrag leisten. Wenn man Probleme lösen will, nützt es nichts, wenn man sie verschweigt. Das Schweigen, glaube ich, nützt immer den Tätern, niemals den Opfern. Folgedessen muss offen gesprochen werden. Und was die Zahlen des italienischen Innenministeriums anbelangt, die interessieren mich einen feuchten, ganz offen gesagt. Nein, das denn ist immerhin das offizielle Ministerium. Nein, denn man muss schon eines sagen. Ich glaube nicht, dass der Südtiroler Bürger großes Interesse daran hat, sich mit der Bürgerschaft unter Anführungszeichen im Süden Italiens zu vergleichen und so weiter. Ich glaube, in den letzten Jahren haben wir gerade in Südtirol durch die ungebremste Zuwanderung, durch den Deckmantel, es sind ja Leute gekommen unter dem Deckmantel des Asyls, die keine Arbeit haben, die kein Bleiberecht haben, die wir aber alle hier haben, die auf der Straße leben. Wie überlebt man auf der Straße, indem man eben kriminell wird. Die Realität sieht so aus, dass wir sehr viele haben, die vom Drogenhandel leben, die von Diebstählen leben, die aus allen Zentren, weil sie eben einen negativen Asylbescheid haben, mittlerweile draußen sind. Auf der Straße überlebt man nicht anders. Und all diese Dinge dürfen nicht länger beschönigt werden und dürfen nicht länger verniedlicht werden. Und es hängt sehr wohl mit der Zuwanderung zusammen. Na, für mich hat Gewalt und Kriminalität nicht nur eine soziale Dimension, sondern vor allem eine ethnische und eine kulturelle. Es kommen ja massiv Menschen zu uns, die aus einem völlig anderen Kulturraum stammen, die völlig anders aufgewachsen sind, teilweise in Regimen, die ja anders erzogen wurden. Für die ist Kritik gleich ein Angriff. Die haben nicht gelernt, dass eine positive Diskussions- und Streitkultur etwas Gutes sein kann. Die schlagen zu, die stechen zu. Die Gewalt ist äußerst brutal geworden. Das sind Dinge, die kann man heranziehen, um sich bestimmte Verhaltensmuster zu erklären. Aber ich höre sehr, sehr gerne all jenen Experten zu, die selbst Muslime sind, die selbst seit vielen, vielen Jahren in Europa perfekt integriert sind und die uns tagtäglich den Spiegel herhalten und sagen, wenn ihr, liebe Staaten Europas und liebe Gesellschaften, nicht selbstbewusster auftretet, wenn ihr euch nicht getraut, ganz klare Spielregeln aufzustellen, auch in der Integration zu sanktionieren, dann wird das nicht funktionieren. Und wir haben hier eine Mammutaufgabe, lieber Herr Bassan, Sie lassen mich ausreden, wir haben eine Mammutaufgabe zu stemmen und zu bewältigen. Gut. Und womit beschäftigen wir uns? Mit pinkfarbenen Schaumgummipolstern, mit Genderwahnsinn, mit all solchen Geschichten. Es geht nicht um die Obdachlosen. Ich glaube, die Obdachlosen sind wirklich vielfach diejenigen, die am allerwenigsten, sagen wir es einmal so, aufführen. Es geht schon, nennen wir die Dinge ganz konkret bei Namen, es sind schon Illegale, es sind jene, die keinen positiven Asylbescheid haben. Es sind Integrationsunwillige, es sind Männer aus kulturfremden Kreisen, die nicht integrierbar sind, weil sie ein völlig anderes Weltbild haben, ein völlig anderes Bild von der Gesellschaft haben, unsere Gesellschaft ablehnen. Die haben ja Leute hier, die haben Verwandtschaft hier.
ich meine, das hängt ja alles irgendwo zusammen, da wird ja ausgespäht, da wird ein Netz gebildet, das sind, die sind ja bestens ausgerüstet. Natürlich Sie denken, dass Unternehmen, die ausländischen Einbrecherbanden teilweise mit den Bürgern mit Migrationshintergrund, die schon hier leben. Auch das bestätigt Ihnen die Polizei, wenn Sie nachfragen. Das bestätigen Ihnen sicher viele Menschen, die im Staatsapparat tätig sind und an den sogenannten Sicherheitstischen teilnehmen und so weiter, dass es immer Leute gibt von hier, die natürlich mit diesen Banden zusammenarbeiten. Nicht Einheimische, sondern Menschen mit Migrationshintergrund, die seit längerer Zeit natürlich hier leben. Das hat nichts mit Rassismus zu tun oder mit irgendwelchen Erfindungen. Derzeit lese ich halt hauptsächlich, dass unsere Leute Opfer sind von irgendwelchen Übergriffen, die, und wenn man der Täterbeschreibung, die die Questur ausgibt, von Einzelanzeigen und so weiter entnimmt, immer Täter ausländischer Herkunft sind. Folgedessen hat es sehr wohl damit zu tun. Man kann nicht sagen, ich verwehre mich dagegen. Und mittlerweile kommen sehr gut integrierte Zuwanderer zu uns und beklagen sich darüber. Die sagen, ich habe mich angepasst, ich habe die Sprachen gelernt. Ich arbeite, ich zahle Steuern und die dürfen sich benehmen und aufführen, wie sie wollen. Deswegen noch einmal zurückzukommen, diesen Herrn Mansour, diesen Psychologen, den ich vorhin auch zitiert habe als Islamexperte, der macht auch den Vorschlag, dass man darüber reden soll, harte Sanktionen gegen Integrationsverweigerer und eventuell auch über Belohnungsmodelle nachzudenken, wenn Menschen tatsächlich sich so integriert haben in dieser Gesellschaft, dass sie Teil von unserer Gesellschaft sind, dass sie leben, wie wir leben, dass sie die Werte vertreten, dass sie die Gesellschaft akzeptieren und so weiter, dass man darüber vielleicht auch irgendwo Anreize schaffen kann. Einbrecherbanden integrieren, ich glaube, Kriminelle zu integrieren, hat überhaupt wenig Sinn. Aber Integration grundsätzlich würde mich jetzt mit einer neuen Landesregierung endlich einmal interessieren, was Sie darunter verstehen. Und ich wünsche mir wirklich eindringlichst, dass man unter Integration nicht mehr Integration die Vielfalt zu feiern versteht, sondern endlich klare Spielregeln aufstellt. Also. Weil ich nach wie vor der Meinung bin, wären wir nicht im Zeitalter der Smart Telefone würden die Medien nach wie vor verdecken. Und es ist ja so, dass wir nur einen Bruchteil dessen erfahren, was effektiv tagtäglich auf der Tagesordnung ist. Denn die Zahlen sind eines. Die können irgendwelche Leute schminken, wie sie gerne hätten. Die Wahrheit ist, viele Menschen zeigen nicht mehr an, weil sie sagen, ich habe keine Zeit, einen halben Tag zu verlieren, um eine Anzeige aufzugeben, wenn dann sowieso nichts passiert. Wo ich hier aber den Appell an die Menschen richten möchte, bitte zeigt an, nicht um Statistiken nach oben zu kurbeln, sondern vor allem, wenn es um Diebstähle geht, das sollte das Diebesgut auftauchen, gefunden werden. Mit einer Anzeige bekommt man die Sachen auch wieder zurück. Ich tue mich damit ein bisschen schwer, weil der Bürger nie rechtlich abgesichert ist, dass er tatsächlich eingreifen kann, dass er tatsächlich, ich kann die Bürger verstehen, wenn sie sagen, ich möchte mich wehren, ich möchte auf mein Haus, auf meine Familie, ich möchte mich schützen, aber vom Bürgerwehren halte ich weniger. Die Videoüberwachung ist in der Zwischenzeit ein notwendiges Übel geworden und all jene, die nach wie vor auch immer wieder mit der Privacy kommen und so weiter, denen ist schon zu sagen, das Stadtzentrum Bozen beispielsweise sind sehr viele Kameras installiert, wenn es darum geht, den Bürger zu schröpfen, indem er vielleicht zu einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr hineinfahren sollte, spielt die Privacy keine Rolle. Ich denke, es ist jetzt wirklich vernünftig, dass man in Dorfeingängen, Dorfausgängen und so weiter, gerade wenn wieder Dörfer von Einbruchserien heimgesucht werden, dass man zumindest die Möglichkeit hat, die Nummernschilder zu kontrollieren. Und das muss natürlich, und ich weiß, unsere Bürger haben auch ein wenig Schwierigkeiten mit dem Überwachungsstaat Italien, aber es muss natürlich schon so gehandhabt werden,
dass alles seine Ordnung hat und dass effektiv dieses Material nur dann zur Verfügung gestellt wird, wenn effektiv solche Geschichten auch sind. Und ansonsten natürlich müssen die Dinge vermittelt werden. Ich erwarte mir, dass wir in Sachen Zuständigkeit, in Sachen Einwanderung natürlich auch die Zuständigkeiten bekommen. Ich erwarte mir, wenn man die Lega selbst beim Wort nimmt, dass man auch in Sachen Landespolizei weiterkommt. Für mich ist das schon wichtig, auch was die Zweisprachigkeit anbelangt, denn ich bin überzeugt davon, dass man vielleicht wieder mehr deutschsprachige, auch ladinischsprachige Bürger für die Polizei gewinnen kann, wenn eine Landespolizei ist, die sich nicht so sehr mit dem Staat identifizieren möchte, und dass man effektiv die Kompetenzen hat, eine Polizei auch so auszurüsten, dass sie effektiv zum Schutz der Bürger eintreten kann. Denn das ist derzeit in Italien nicht der Fall.